Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, leider musste ich ja letzte Folge ein bisschen so spontan ein bisschen abbrechen, denn wir haben schon wieder über eine halbe Stunde gespielt und ja, musste leider abbrechen. Wir sind aber jetzt hier hingefahren. Wir sollen zu dem Parkplatz oder Lagerplatz hinfahren. Ja, zu der gelben Markierung will ich hin. Mal schauen, was jetzt passiert. Reputationsstufe 4 haben wir erreicht. Okay, das ist... Okay. Okay, dafür habe ich jetzt den Part letzte Folge abgebrochen, nur um hierher zu fahren, um dann zu erfahren, dass die Mission bestanden ist. Okay, we got the deets. Mund halten, okay? Mund halten. Ich bin gerade so frustriert. Hätte ich das gewusst, hätte ich gesagt, okay, wir fahren noch dorthin. Die Mission ist so gleich vorbei. Sprich, wir machen dann in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge in der Werkstatt wieder. So muss ich jetzt runterfahren. Also 180 bin ich gerade in der Mission. Sorry, aber ich bin gerade der Mission so frustriert gerade. Ich habe gedacht, die Mission geht erst richtig los. Jetzt, ich muss jetzt einen Anhänger nehmen, muss einen Anhänger irgendwo mit den Dingen irgendwo hinfahren irgendwo. Ich hoffe, dass die Mission ein bisschen härter wird. Hoffe ich ja mal. So. Weg mit euch. Ich weiß nur eins, dass in der Werkstatt die Endmissionen man nicht die Autos, die ich eben habe, benutzen darf. Nur ganz bestimmte Fahrzeuge dürfen benutzt werden. Die Frage ist, wollen wir irgendwann so ein Auto holen uns oder sagen eher weniger? Nein, ich bin mir eben noch unsicher. Gut, das ist ja mein Account. Wenn ich sage, mir gefällt so ein Wagen, dann werde ich mir so einen Wagen auf jeden Fall holen. Irgendwann, aber derzeit sage ich mal nein. Juhu. Assans machen muss sein. Auch wenn wir keine Kohle bekommen dafür. Passiert. Komm, wir fahren aber eben ganz schnell runter irgendwie. Nebenbei, wie gesagt, MC-Unternehmen wirklich komplett ignorieren, wenn ihr also einmal verkauft habt, die ganzen Waren. Mit Freunden natürlich. Ja, ich wiederhole mich. Mit Freunden. Verkauft sie mit Freunden. Weil sonst passiert es so wie bei mir. Ihr habt 3-4 Fahrzeuge, die sehr langsam sind und ihr schafft es nicht in der Zeit, in einer halben Stunde. Sorgt euch 2-3 Freunde, ein Freund und probiert es dann. Mit einem Freund soll es funktionieren. Mit 3-4 Freunden viel einfacher. 3-3 Freunden, dass man eben zu viert ist. Das ist dann auf jeden Fall einfacher. Ja. So, wir gehen auf jeden Fall hoch. Schöner Style auf jeden Fall dort hinten. Schöner Style. Wir wollen die Endmission machen. Erledigt, erledigt. Easy, easy. So. Zerstöre die Labore des Lost MCs. Stiehl ihre letzte Meth-Lieferung und bring sie zum Klienten. Okay. Wir bekommen dann die Kohle. Die 180.000. Mal schauen, ob ich das schaffe mit Anhieb. Das ist schon. Das passt wie eine Heißmission.
Wir holen, wir aktivieren schwere Panzerung, holen sie ein. Und los. Schlossen natürlich. Eine machen. Man könnte, wenn man Wege zusammenspielt, natürlich auch das Einspiel. Wir legen los. Ladebildschirm. Ja. Wie gesagt, Fahrzeuge. Wir können leider nur den Tailgater S nehmen. Von unseren schönen Kollegen. Wir können natürlich Outfit auswählen. Ich nehme vermutlich mein Outfit. New School sieht ähnlich aus wie mein Outfit. Aber ich würde eher tendieren. Wie war das Outfit? Lampardati Outfit hier. Big Boss. Big Boss sieht aus wie Caio Perico. Nee, wir behalten unsere Kapuze würde ich oder sowas hier oder weiß. Nee, wir machen das mal so, aber in Rot. So, als wir eine Maske brauchen, so. Wir sind bereit auf jeden Fall. Wir gehen rein. Zu viele Geräte schon wieder am Anfang. Frage ich über. Dieses Fahrzeug können wir auch selbst holen, es kostet aber so viel Geld, wenn man denkt, warum sollen wir es holen, wenn wir es einfach gestellt bekommen für die Aufträge hier. Ja. Auch wenn es leider nicht getuned ist. So, platziere Bomben. Alright, we got a lot going on with these lost fools, so here it is. Blow they meth labs up first. We sent you the locations. Hit them in any order you like. When you're done, drive the truck you stash over to Stab City and get it hooked onto that trailer full of crank. That's the haul, all right? Kay's coming around now. Here he is. Hey, Kay, get in here. Hey, baby. We running this job for Chef or what? Yeah, get over here. Ich weiß gar nicht mal, ob das auf Zeit gemacht ist. Here's what you need to know. Y'all know Chef? He a strung out motherfucker, runs with a real psycho. Ich kenn den Chef Koch, ja. No? Alright, well, he's den our client. Country as hell, ain't cut out for no city shit. So he needs cats like us with fast motherfucker cars to pull his jobs for him. That's what the fuck we here to do. Them lost fools ain't gonna just let you run off with their shit. It's gonna be hard. But don't get the tanker shot up on the way to the drop. When it gets there, Chef gon' pay us. Then we pay your motherfucking asses. Now keep us on speakerphone. I'm out. When you get to the lab, just plant some bombs inside. Then we on to the next one, y'all. Sind es die gleichen Munitionsarten? Ich hätte erstmal eine Schutzweste mir anziehen sollen. Stick a bomb right on the control panel. Should be enough to blow the whole place. Okay, wir schaffen's. Zack. Explosion. Dann müssen wir hier raus. Wir müssen hier raus. Wir gehen ja schon. Explosion. So, die nächsten. Hey, you hear that shit? Hey, yeah, sounds like one down. Okay, die sind alle hier in der Umgebung falsch. Also sprich, wir fahren erstmal hier runter. Ich weiß gar nicht mal, ob das auf Zeit geht oder auch nicht. Also. Ihre Bomben, eins von vier, also noch drei weitere Bomben. Weg hier. Market competition alive, baby. Stirring shit up is our USP. Warum darf ich keine Musik anschalten?
and take a day off getting paid. Hey, God. Weg mit dir. So, ich darf irgendwie kein Radio einschalten. Das finde ich irgendwie traurig. Ganz schön traurig. Das Fahrzeug hier ist ganz schön kaputt, muss ich sagen. Gut. Und kaum noch Muni, finde ich. Ups. So, das nächste Kokain- oder Meth-Labor ist hier. Okay, wir gehen rein. Ich habe eben keine Ahnung, ob hier noch auf Zeit geht oder nur auf Teamleben. Drop the bomb, move your ass. Ah, ich bewege ja meinen Arsch. Explosion, hä? Ich habe keine Ahnung. Explosion. So, auf zur nächsten Station. Weg mit dir. Gib mir RP. Was, jetzt brennt's? Wo brennt's? Auto ist ganz schön im Arsch, also ganz schön gut. So, die nächsten wären wo auf dem Weg. I ain't sweating, baby. We all about parting fools from their money. And there's no bigger fools than the lost motherfucking MC. It's just, no one wants to get caught with a truck of laugh enemies. Ah, don't worry, baby. I seen this one behind the wheel. No one's catching them. We good. It ain't nothing to worry about. Ah, schade. Nee, erwischt. Schade, schade. Warte mal, kann ich hier Munition einsammeln? Naja, kann ich nicht. Schade! Get out of the motherfucker! Immer mit der Ruhe.
Wir haben ja noch Zeit. Ich muss ja nur überleben. Irgendwie. So, schwere Pistole haben wir noch. Let's get it, baby. Burning motherfucking rubber. Smoke clouds in the rear view. We find a rhythm with this shit. And we about to get paid, baby. Dirty money, clean hands. I like the sound of that. The couple that plays together stays together. You know what I'm saying, baby? You want to stay with me? You got to keep me interested. I don't want you taking nothing for granted. Oh, I'ma keep that ass interested. Don't you worry about that, baby. Let's think about this next lab first. It never left my mind. So. Wir gehen rein, wir verschwinden dann instant auch wieder. Also wir gehen gleich wieder raus. Ist hier jemand drin? Nö. Nicht so drin raus. Doch, hier. Drop the bomb, move your ass. Ja, ja, ich drop ja die Bombe. Und ich bewege ja jetzt. Popo. Naja, warten, ja, kann ich, aber auf Distanz. Okay, danke. Ja, hallo. Jetzt? Weg? Steh den Tanklaster. Interessant. I see you got a sense of occasion. Leaving the best boom for last. Das war ein Hatter. Hey, I knew you were the right motherfuckers for this job. We about to score some pay dirt, y'all. Never doubted your ass. Uh-huh. The right type of crazy goes a long way with us. Count it, babe. That truck's still there, right? War aber ein blauer LKW, den ich hier hergestellt habe. Egal. Wir haben die 4 Meth-Labore von dem gegnerischen MC zerstört. Den Lost MC. Jetzt sollen wir den Tanklaster dort stehlen. Was hat Benzin mit Meth zu tun jetzt? Kann das mir jemand mal verraten? Der steht jetzt wo? Oh. When you get there, hook the tanker up to the truck. Then haul your ass straight to the drop. Boah, Junge. Hallo? Oh, ja. Ja.
Ich muss kurz fix was machen. Und zwar Inventar. Ach, jetzt kann ich wieder Musik einschalten. Interessant. So, Inventar. Panzerung. Habe ich keine. Snacks. Erstmal Snacks essen. Hier. Immer mit der Ruhe, würde ich sagen. Ja, versteckt euch. Boah. Alter, langsam nervt's. Hallo. Alter. Bring den Tanklauf zum Klienten. Okay, mach mal. Auch wenn ich kaum noch Munition hab hier. Tankloster, nein! Weg mit euch. Es ist schon ganz schön anstrengend, muss ich ganz ehrlich dazu sein. Wieso? Oh, oh. Erstmal wieder Snacks essen. Anstrengender als erwartet eigentlich. Ach, der Typ fährt einfach weiter und weiter, wie wenn es nichts mehr ist. So, wir sind gleich da. Boah. Ich hoffe, dass die 180.000 wirklich der ganze Anteil uns gehört. Das war schon eine bedeutend starke Leistung von mir. Also, das war wirklich wow. Okay, y'all, come on, it's time to wrap this shit up. Chef will be waiting for them drugs to pull up, like you the motherfucking... Oh, Chef Koch. Reputationspunkt. Ihn wohl 10%.
Ja, 10% Anteil auf ihn. Okay. Habe ich nichts dagegen, wenn immer mal 10% Anteil den Leuten geht. Das interessiert mich nicht. 162.000, das ist auf jeden Fall schon viel. Das lagern wir mal ein. Das hat jetzt nicht mal eine Stunde gedauert. Ja, also ihr denkt euch jetzt, wie lange hat das gedauert? Eine knappe Stunde, also ich sag mal eine knappe Dreiviertelstunde. Also die Endmission jetzt knapp 15 Minuten beziehungsweise knapp 20 Minuten. Ja. Es ist schon extrem stark gemacht. Also die Mission, ja immer andere Missionen, muss ich sagen. Manchmal gibt es ja auch doppeltes Geld. Und wenn man eben zu zweit ist, zu dritt ist, hat man es eben leichter, als wenn man es solo macht. Natürlich, das ist klar. Bin ich mir aber unsicher, ob man jetzt nun jeder die 162 bekommt oder ob das nochmal aufgeteilt wird an Prozenten. Ob man sagt, okay, die 10% gehen an das Unternehmen. Und ob das dann nochmal aufgeteilt wird, 10% an den Partner, also wenn man das weit macht, dass man sagt, okay, nochmal 18.000 werden abgezogen von den 180.000, also 162.000. Wären wir bei 152.000, nochmal 8.000 abgezogen, wären wir bei 144.000. Die man selbst bekommt als Leiter des CEO. Und der Partner eben, der Mitarbeiter, bekommt dann eben 10% Anteil. Ich bin mir eben sehr, sehr unsicher. Man sollte das mal ausprobieren, oder ich könnte es ja mal dann ausprobieren. Spielen voll. Ich habe keine Ahnung, ob er weiterhin mit mir spielen will, ob er Lust hat. Dass er auch gerade noch GTA spielt, ob er es mit mir mal austesten will, das könnte ich natürlich machen. Und in der nächsten Folge könnte ich dann auch mal langsam die Agentur, die letzte VIP-Mission mal machen. Und das sind ja auch dann wieder 2 Folgen mindestens. Aber ich will erstmal schauen beim der Werkstatt Lost Auftrag. Nee, einer war da. Oh, hier. Pisswasser. Cool. Wir machen eine Werbung für Pisswasser. Eine Biermarke. Also, übrigens. Wer es noch nicht gewusst hat. Beste Pisswasser. Nur hier. In GTA. Was? Reason sagt, ich bin mir eben noch unsicher, wie ich das weitermache. Die Liste für exotische Exportfahrzeuge wurde hier freigeschalten. Ich kann die Fahrzeuge hier an den Dock bringen. Blauer Punkt immer auf der Karte aufgetaucht. Und das kann ich vorbeibringen. Und hier kommen langsam auch die ganzen Fahrzeuge her. Irgendwann mal, keine Ahnung wann. Fragt mich nicht. So. Jetzt hätte ich hier eine Bezahlung von 300.000. 10% abgerechnet wären es 270.000. Hier 180.000 und hier 172.000. Der Lost-Auftrag ist natürlich gesperrt, weil ich den ja gerade gemacht habe. Also würde ich den Auftrag hier benutzen. Bei dem Auftrag werde ich mal das Ganze bauen. Ich frage jetzt mal einen Kollegen, ob er Lust hat, den Auftrag hier zu machen. Und ich werde euch dann in der nächsten Folge Bescheid geben, wie das ausgesehen hat, ob es sich lohnt, zu zweit solche Aufträge zu machen, wenn man eben sagt,
okay, ich habe jetzt keine Lust, das zu machen, dort Bahn zu beschaffen, dort irgendwie was zu machen, Autos und. Ich will einfach mal ein paar Missionen machen mit einem Kollegen oder mal andere Sachen machen, alleine eben, solo. Dann macht man eben so solche Sachen eben alleine. Also das ist, variiert sich auch. Und ja, was soll ich sagen? Ob sich das lohnt, hinten und vorne hinaus. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Ah, ihr habt Abwechslung, ihr bekommt mehr hinein. Also ihr könnt mehr machen. Wie gesagt, hier im Autohaus, Autowerkstatt, besser gesagt, kommen ja noch Fahrzeuge dort unten hin irgendwann. Die spawnen einfach. Ja, kriegt eine Nachricht auf dem Handy. Und dann heißt es einfach, ja, hier ist ein Auto, bitte baut es mal um. Und dann könnt ihr die Mechaniker entweder hinschicken oder ihr fahrt die selbst weg und baut keinen Unfall. Aber das kommt auch noch irgendwann und ja. Wahrscheinlich ist hier wieder Musik da hinten im Hintergrund. Deswegen gehe ich mal ganz schnell raus hier. Musik nervt auch mich höchstpersönlich. Wie gesagt, die Autos, ob man die Autos sucht, spezifisch, kommt immer so drauf an. Die dann direkt zum Hafen schicken, und zwar hierhin. Das ist so eine Sache. Macht man's nicht, ist so eine Sache. Ja. Das ist so eine wirklich interessante Sache. Ich würde aber sagen, bis dahin, das nehmen wir mal fix weg. Wie gesagt, bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt, wieder bei der Agentur geht's weiter, VIP-Aufträge. Sonst werde ich erstmal noch ein bisschen Geld sammeln, ein paar Kisten noch beschaffen lassen von meinen Mitarbeitern von dem Lagerhaus und von dem Lagerhaus. Und dann werde ich mal schauen, irgendwann noch ein paar Fahrzeuge beschaffen lassen. Nicht beschaffen lassen, sondern ich beschaffe mir ein paar Fahrzeuge. Ich werde noch ein paar bisschen Geld hier und hin und her kommen irgendwie, dass ich irgendwann mal noch meine Agentur verbessere irgendwann oder mein Nachtclub-Ausbau irgendwann mal richtig. Mein Büro, sag ich mal, so wie es ist. Ich will mein Büro umbauen irgendwann. Ich will es Richtung hier oben haben, die Maze Bank, die ganz in der Mitte ist. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Deswegen ist das alles so in der Stadt, ne? Mittig. Das Autohaus, Autowerkstatt hier. Die Autowerkstatt dort, was ich gesagt. Und das mal hier Autolagerhaus, Fahrzeuglagerhaus, genau. Und die anderen Gebäude um drum in der Nähe von der Maze Bank, die hier ungefähr ist. Ne, hier. Hier ist er, ja. Genau, hier ist er, die Maze Bank. Und da wird auf jeden Fall mein Büro irgendwann sein. Dazu brauche ich aber extrem viel Kohle, ungefähr 10 Millionen. Nehmen wir 8 Millionen, sollten auch auf jeden Fall ausreichen, um das Ganze aufzubauen. Aber bis dahin, wie schon gesagt, versucht euer Glück, indem ihr einfach mal ein bisschen Geld irgendwie bekommt. Wie gesagt, ob sich die NC-Unternehmen sich lohnen zu verkaufen und so, ist so eine Variante. Ich verneine es. Am Anfang ja, und es sich gerade die 810.000 bei Kokain, wenn ihr da komplett voll macht, dann erst verkauft, lohnt es sich beim ersten Mal, beim zweiten Mal lohnt es sich überhaupt nicht. Außer ihr baut sie wirklich aus. Und eins muss ich dazu sagen, das Gewitter hier in GTA ist wirklich extrem. Mittlerweile. Ich habe manchmal das Befürchten gehabt, dass es wirklich gerade in Real Life gewittert. Habt ihr es gerade eigentlich mitgekriegt, das Gewitter? Ich liebe sowas. Wenn es im Spiel genauso klingt, wie wenn es in Live gibt, gerade eben. Aber egal, ich werde hier beenden den Part, weil der geht
35 Minuten. Haut rein. Macht's gut. Macht's besser. Ciao, ciao.